Guten Tag. Sonneborn vom Umweltministerium. Wir würden gern mit Ihnen über Glühbirnen sprechen. Über Glühbirnen. Wir würden gern mit Ihnen über Glühbirnen sprechen. Sagen Sie nicht, Sie haben hier Glühbirnen irgendwo. Das ist alles voller Glühbirnen. Das ist ja alles voll. Wissen Sie, aber haben Sie denn nicht mitbekommen, dass das verboten ist? Ja, doch, weiß ich. Aber wie gesagt, ich sag mal, es ist eine finanzielle Frage. Helfen Sie mal beim Rausschrauben? Also, wie gesagt, ich meine, das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung. Muss ich ehrlich sagen. Aber Sie wussten doch schon seit... Ja, aber trotzdem finde ich es nicht in Ordnung. Es ist so vieles verboten im Staat und der Kleine wird jedes Mal geköpft. Ich weiß nicht, wo andere, anders, da wird ein Haufen CO2 rausgepustet und weiß ich nicht, was, da wird ja auch nicht geköpft. Finde ich nicht in Ordnung. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe meine Vorschriften. Oh, das ist eine Matte. Oh. Matte sind ja noch verbotener als andere Glühbirnen. So, ich sag mal, wie gesagt, jetzt darf ich mal eine ernst gestellte Frage. Gehen Sie jetzt zu jedem Grundstück? Ja. Mhm. Mit Licht? Ja. Waren Sie bewusst, dass ich jetzt ohne Stunde habe? Also, das ist jetzt. Ja, na, was soll ich denn darin machen? Hören Sie das? Ja, und? Glühbirne. Ja, sehen Sie, das ist aber wirklich, sag ich doch mal, das ist das eine, wenn ich sehe, was ich hier für Chemie esse, da sagt auch keiner was, das ist alles normal. Ja. Nehmen Sie mal raus, was Sie jetzt noch brauchen heute. Ich komme von der Arbeit und der Einkauf, ich brauche alles und die darf ich jetzt... Ich muss den leider sperren. Na, dann sperren Sie den von mir aus, das ist mir egal jetzt. Wollen Sie nicht was rausnehmen, was Sie in den nächsten zwei Stunden brauchen? Nee, da ist ein Kühlschrank und da ist ein Gefrierschrank und da unten ist Ware drin, die mir schlecht wird. Ich sperre Ihnen den mal. Ich weiß auch im Baumarkt und habe geguckt, wie teuer Energiesparlampen sind. Und da gibt es ja auch welche, wo ich für eine 20 Euro bezahle. Und ich muss mal sagen, für 20 Euro kaufe ich für meine Familie, was eine vierköpfige Familie ist, wenigstens einmal, dass wir einmal Frühstück, Mittag, Abendbrot. So. Darf ich mal eine Frage stellen? Wie viele sind denn im Bundestag drin? Glühbirnen? Zum Beispiel. 300 pro Quadratmeter ungefähr, schätze ich. Glühbirnen? Ja. Und was machen Sie damit? Ich weiß nicht, dafür wird es ein anderes Gesetz geben. Ich glaube, das ist da. Ach so. Die müssen die Glühbirnen, glaube ich, behalten dort. Ach, die müssen die Glühbirnen. Es gibt wärmeres, schöneres Licht. Die Lichter gehen aus in Zindorf. Die Glühbirnenverordnung greift. Ich komme jetzt zurück ins Studio mit einem Sack voller Glühbirnen.